Ich habe euch ja gesagt, bevor es jetzt richtig zur Party geht, vom am Ende des Tages treffe ich mich mit Daniela Schwert. Hi, herzlich willkommen. Ja, das ist so eine schöne Kombination. Du hast hier auf diesem wunderschönen Boot eine Talkshow. Erzähl mal was darüber. Also ich freue mich wirklich. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war eine spontane Idee, aber wir haben uns gefreut, diese Gäste auch spontan gewinnen zu können. Wir hatten... Nein, ich verrate es nicht. Lasst euch überraschen, genau. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht damit gerechnet, dass es eigentlich so gut und so rund läuft. Aber wir werden immer wieder überrascht. Wie kam es denn hier für diese Location hier auf diesem Floß? Die Idee hatte Thomas Bauer. Hm. Thomas Bauer kennen wir ja von Ich bin ein Berliner. Und er sagte, Mensch Daniela, wollen wir nicht mal was zusammen machen? Wir werden mal schauen, ob wir dieses Boot für uns gewinnen können. Und dann hat der Besitzer gleich spontan zugesagt. Und so kam es dann eigentlich dazu. Ich hätte das Boot ja gern behalten, aber nee. Nein. Dann habt einen schönen Talk und dann gehen wir auf die Party. Ja. Am Ende des Tages. Wir gehen auf die Party. Herzlich willkommen und schönen guten Abend aus dem schönen Tempelhofer Hafen, AEDT, 16-jähriges Jubiläum und heute zu Gast Philipp Sonntag, der erste Gast, den wir heute haben. Wir möchten gerne über Philipp mehr erfahren. Deine ja. Fans möchten auch mehr über dich ja, erfahren. Ja, sollen sie auch. Ja, ich werde nicht alles verraten, aber fast alles. Geht los, Vorsicht. Ja. Was mach ich bloß? Mit mir ist nichts los. Wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen und du hast heute einen vollen Terminplan. Ich bin froh, dass du es geschafft hast, dass wir dich noch treffen heute wirklich. Hier auf diesem schönen Boot im Tempelhofer Hafen. Ich bin ja eigentlich dabei, dieses Boot zu kidnappen. Oder? Mit Kameramann. Großartig. Oder auch mit Fotograf. Unbedingt. Vielleicht sollten wir mal eine Lifestyle-Reise machen. Unbedingt. So ein bisschen durch Berlin, genau. Durch dieses schöne... Ja, durch Berlin. Es geht ja auch. Wir haben so viele Gewässer. Ja. Ne? Der Teltowkanal und so. Großartig, das geht durch das ganze Regierungs... Das können wir machen. Ja, schön. Mal schauen, was wir so hinbekommen. Beim Werbedreh hätte ich eigentlich Tom geheißen. Mhm. Und dann sage ich, Tom passt zu mir nicht. Und dann schreit einer vom Set, du Jeff. Dann sagt der Regisseur, heißt du Jeff? Ein geiler Name, sage ich ja. Dann sagt er, können wir den nehmen? Sage ich, ja klar. Und seitdem heißt der Clip Jeff, ich heiße Jeff. Und das hat funktioniert irgendwie. Genial, super. Weil der Clip ist irgendwie witzig und so. Deswegen, ja. So hat sich das halt einfach ergeben. Absolut. Und dann stellt sich auch noch... Wir haben gerade, genau, wir sind im Hafen, also gerade im Hintergrund fährt jemand raus. Ja, und dann gibt es aber auch die Geschichte, die ist von Hans-Erich Fied, von einem älteren Ehepaar, das seinen Urlaub macht auf einer Insel, wie sie das immer machen. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Liebesgeschichte zwischen den beiden. Und die haben auch sehr witzige Dialoge. Und dann stellt sich heraus, dass die... Frau, die ersten Anzeichen von Alzheimer hat. Ah, okay. Ein wichtiges Thema in der Gesellschaft. Was mich an dir so fasziniert ist, dass du eine Geschichte hast. Ja. Du warst ganz gehörlos, du konntest überhaupt nichts hören, bis du deine Hörgeräte bekommen hast. Genau. Und das hat dein Leben verändert. Genau. Das war eine tolle Geschichte von mir in diesem Leben, ja. Du hast das erste Mal Musik hören können? Ja, es war zuerst, bevor meine Hörgeräte, ich bin geholfen geworden, aber meine Familie hatte nicht gewusst. Es war 5 Jahre später. Deswegen habe ich gesagt, ich mache jetzt mal 2 Jahre Theater. Beständiges. Und, ja, und dann habe ich die Entscheidung getroffen und jetzt bin ich bis Ende April ausgebucht. Und das finde ich, habe ich ja so ein Gefühl noch nie gehabt, dass ich sagen kann, ach, Dezember fahre ich mal in Urlaub, nach April kann ich das machen, kenne ich ja alles nicht. Und das ja. genieße ich gerade. Von hier aus fahre ich dann Anfang September nach Düsseldorf in die Komödie an der Steinstraße zu Katrin Schindler. Sehr schön. Da machen wir ein sehr schönes Stück, heißt die Abseitsfalle. Und ich spiele so einen Fußballtypen, der von Tutenblasen keine Ahnung hat, aber ein Profi, spielen muss und das ist bei mir auch. Ich muss jetzt lernen, was Abseitsfalle ist und sowas. Aber ich gucke sehr gerne, aber ich weiß es nicht. Wir weißt du, was das Schönste am Interview ist? Was ist das Schönste? Dass man beim Verabschieden sich wieder küssen kann. Echt? Ja, ja komm, ran. So, mein Lieber. Na, komm mal ja mit drüber. So. Bis gleich. Ciao.
Zurück auf der ARD-Tee-Party. Dort frage ich Prominente, wie sie Wespen am effektivsten vertreiben. Wenn du hier jetzt so ein Getränk nimmst, achtest du auf Wespen? Jetzt ist ein ganz anderes Thema. Wespen, wie reagierst du, wenn dir eine Wespe da um den Mund schwirrt? Und hast du gute Tipps? Ich sage, ich bleibe einfach stoisch stehen. Und die Leute kommen und hauen die mal weg, sagen, lass doch die Viecher in Ruhe. Ich bleib so, die krabbeln einmal im Mund, mal einfach so. Und irgendwann gehen sie, weil sie bei mir nicht zu holen ist, weil ich bin ja scharf und nicht Honig. Jetzt draußen essen, apropos, stör nicht die Wespen. Hast du einen guten Tipp, wie man sie vertreibt und wie reagierst du, wenn da so eine Wespe um dich schwirrt? Ich habe tatsächlich neulich was gesehen, da hat ein Obst- und Gemüsehändler so eine Viertel Wassermelone hat er genommen und hat diese von seinem Laden 3 Meter weiter weg hingestellt. Und da waren 100 Wespen um diese Melone rum, aber er hatte keine mehr auf seinem Obst. Hat funktioniert. Also eine Wassermelone aufschneiden und immer ein Stück weiter von euch wegstellen. Funktioniert. Aber die Wespen sind ja auch Fleischliebhaber. Ich habe heute Glück gehabt, also von meinem Steak kriegt auch keiner was ab, da bin ich rigoros. Da kämpfe ich drum. Ich hatte heute Morgen eine Wespe hier drinnen und ich habe mich mit ihr unterhalten und sie ist wieder rausgeflogen. Ich sagte, lieber nicht. Nein, ich achte nur, wenn ich es dann in den Mund schiebe. Hast du ihr einen bösen Blick gegeben? Ja, nein, ich habe meinen bösen Blick gegeben. Ja, genau, so. Hast du einen guten Tipp, wie man sie entfernt oder wie man, ja, was macht man mit den Wespen oder wie benimmst du dich, wenn du eine Wespe da so um deinen Mund schwirren hast? Ja, habe ich bis jetzt Gott sei Dank noch nicht gehabt. Die 2, 3 Wespen konnten wir so vertreiben. Ansonsten muss ich, oder meine ich, dass dieses Jahr weniger Ungeziefer da ist. Also jetzt zumindest da, wo wir wohnen. Ich habe, glaube ich, erst einen Mückenstich für den ganzen Sommer und das war's. Ja, das ist, ja. Der ist einfach beglückt in seinem Leben, der Paul Gerndt. Ja, ich habe mal gelesen, woran das liegt. Darf ich das sagen? Ja, sag mal. Wer viel Sexappeal hat, den stechen die Mücken weniger. Das habe ich mal gelesen, das ist wirklich wahr. Das ist die Lösung, jetzt haben wir das. Ja. Du hast es verraten, das heißt, das hättest du patentieren sollen, deinen Sexappeal. Ja, so, wenn du sagst. Also, aber ich habe das echt mal gelesen, das hat wohl was damit zu tun, die Hormone, die man dann ausdünstet. Und das mögen die nicht. Ich mag das, aber die Mücken mögen das nicht. Das Thema Wespen beschäftigt dich auch? Was für Themen? Wespe. Ja, weil ich eine Wespentaille habe. Wespen finde ich super, weil ich eine Wespentaille habe. Wie reagierst du, wenn eine Wespe so um deinen Mund schwirrt? Sag mal Ich verprügel ja immer alle Wespen. Man darf ja keine Wespen und Bienen töten. Ich verprügel die immer. Verschwinde! Und dann schmeiße ich aus dem Fenster raus alle Wespen und jetzt weg da und verschwinde. Und dann fange ich sie und dann locke ich sie und so. Ich bin die Bienenkönigin. Ich bin Stöckel die Bienenkönigin. Sag doch mal einen Tipp für die Zuschauer, einen guten Tipp, wie man die vertreiben kann. Ja, ich bin ja sogar Onkologin oder wie das heißt mit Tieren. Man muss sie mit Wasser besprühen, weil dann glaubt die Wespe, es regnet. Dann geht sie in ihren Bau und dann denkt sie, nee, ich bin weg, da kommt Biene Maya, ich bin weg. So ist das. Ein sehr, sehr guter Dr. Med Stöckel, der Apotheker ihres Vertrauens. Was ist mit den Wespen jetzt? Nowadays? Verfangen die sich auch in dein Bart oder Haare? Oder wenn du isst, wie reagierst du? Bist du ganz hysterisch oder bist du ganz locker, wie ein Rocker sein muss? Ja, ganz locker bin ich nicht, weil mich hat meine Wespe 5-mal Nacken gestochen und seitdem habe ich immer eine Büchse Haarspray und ein Feuerzeug dabei. Und dann funktioniert das. Aber wenigstens weißt du, dass du nicht allergisch reagierst, weil ich würde auch gerne mal, dass mich eine Wespe sticht, damit ich weiß. Noch nicht, weil es kann ja sein, dass du im Alter allergisch wirst. Ich will nicht sagen, dass wir alt sind, aber man weiß es nicht. Das wusste ich nicht, aber das sind gute Tipps, also zu wissen. Ja, musst du aufpassen. Also falls du die Sicht anschwillt wie ein Luftballon bei dir, dann weißt du Bescheid. Am 25. August wird der Zug der Liebe durch unsere Mutterstadt ziehen. Seid dabei! Um auf ihre Ziele aufmerksam zu machen, führt der Zug der Liebe jährlich eine Kundgebung-Demonstration durch. Dieses gemeinsame Erlebnis soll Menschen begeistern und dazu bewegen, sich sozial zu engagieren. Es geht nicht nur um Party zu machen, sondern auch die Aufmerksamkeit auf soziale, alternative und kulturelle Themen zu lenken. Auf der Pressekonferenz erfuhren wir, dass es wohl eine Abschiedsfahrt wird. Denn der gemeinnützige Verein, der seit 2015 ohne Sponsoren den ausgelassenen Marsch für Toleranz, Nächstenliebe und bürgerliches Engagement veranstaltet,
hat allein aus dem letzten Jahr ein Defizit von 10.000 Euro zu tragen. Wie viele Wagen und DJs werden teilnehmen? Wir haben dieses Jahr insgesamt 15 Wagen. Die DJ-Anzahl ist natürlich wieder riesig, weil die 8-Stunden-Demo, da hast du so eine Stunde Playtime. Also man kann einfach 15 mal 8 rechnen, dann hat man schon irgendwie eine konkrete Zahl. Plus viele Leute, die auch noch B2B spielen gleichzeitig. Also es ist schon eine ganze Menge. Und dann noch die Leute bei der Afterparty. Also es geht in die paar hundert. Wo findet denn die Afterparty? Die Afterparty ist dieses Jahr im neuen Polygon-Club. Wir haben es auch wieder versucht, es möglichst großflächig zu machen. Deswegen ist das Kulturhaus Killy auch mit dabei. Sozusagen im Polygon werden wir dann so House und Techno spielen. Und im Killy ist dann eher für die Leute der härteren Gangart und Go. Du bist der Initiator der Zug der Liebe. Und wie kam es dazu? Ja, wir haben uns im Winter 2014, 2015 entschieden, dass man mit mehr wie 25.000 Menschen für die Liebe auf die Straße ziehen muss. Und zwar hatte sich da Pegida in Dresden mit 25.000 Menschen getroffen. Und das haben wir auch geschafft. Und seitdem führen wir das jedes Jahr weiter. Hättest du jemals an diesem Ausmaß gedacht? Es ist ja schon stetig gewachsen. Erhofft natürlich schon. Und wir sind doch sehr zufrieden damit. Es läuft sehr gut, ja. Jetzt kam ja die Idee im Winter. Jetzt ist der Hochsommer, der wärmste Sommer. Und du sagtest noch gerade, am 25. August findet das ja statt, dass du dir Sorgen machst wegen der Wasser. Vielleicht machst du mal einen Aufruf hier in der Kamera. Irgendwie Wasser, wir müssen Wasser bekommen. Ja, auf unserer Route suchen wir Leute, die unseren Gästen Wasser zur Verfügung stellen, Wasserhähne, Schläuche vom Hof rauslegen. Wir haben wahrscheinlich wirklich ein großes Problem mit den Temperaturen an dem Tag. Ja, vielleicht hilft das ja was. Und hoffen wir trotzdem, dass es tolles Wetter bleibt und Zug der Liebe genießen. Kommt alle vorbei, vielen Dank. Ab 13 Uhr startet der Zug der Liebe auf dem Parkplatz am sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park und endet auf der Frankfurter Allee. Ja, der Zug der Liebe wird der Hammer. Das war die AEDT am Ende des Tages Sommerparty. Ich bin nun schon wieder am Ende der Sendung angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns nächste Woche wieder.